Haben wir irgendwo Steine übrig, oder? Ich habe da welche reingetan, im Dings kannst du welche rausnehmen. Also so 600? Weiß ich nicht, muss mal gucken, ob das reicht. Ich hack schnell ein paar noch mit. Ja, ich habe hier schon alles ziemlich weg. Ich hab's gerade gesehen. Da, ich habe noch Steine. Steine gefündet. Ja. So, jedem von euch wird sofort ein Licht aufgehen, wenn ihr wieder spawnt, weil ihr habt jetzt neben euer Bett steht jeweils jetzt eine Kerze. Ui. Yeah. Ein kleines Nachtlicht. Mhm. Damit wir in der Dunkelheit nicht so viel Angst haben, wir Barbaren. Genau. Die Angstbarbaren. Naja, ich zumindest. Genau. Ich kann ja auch nichts sehen im Dunkeln. Nee? Nee. Ist aber blöd als Barbar. Witzen da Horten und Brandschatzen. Das geht ja nicht. Das mache ich nur am Helm. So, was brauchen wir denn noch? Oh, ich habe ja schon genug Steine. Hast du schon? Das ging halt schnell. So, dann machen wir mal die Ofen. Ich habe jetzt auch schon wieder 500. Mhm. Die Fortschessen, die lassen wir da stehen, wo wir sie jetzt stehen haben, oder suchen wir uns dann einen anderen Platz? Sag mal, wäre schöner, da, wenn sie vielleicht da jetzt hinkommen würden, wo jetzt der Platz frei ist. So. Ja, müsste ich jedenfalls jetzt mir nur da sagen. Musst du aber kaputt machen und dann wieder neu machen, oder was? Ich habe ja jetzt so eine verbesserte Forge gebaut, aber die kann ich dann nicht so einfach wieder kaputt machen, weil die ist doch ein bisschen teurer. Stell die da gleich hin in der Ecke. Scheibengläser! Oh. Was? Scheibengläser? Mhm. Ja. Okay. Was macht man damit? Nee. Fenster putzen. Ich habe jetzt glaube, du stirbst. So schnell stirbst man nicht. Nee, aber ich hab's gefunden. Frau schon. Genau. So schnell stirbt man nicht, Frau schon. Ballard hat's gesagt. Du hast es wiederholt. Ja. Und wer es wiederholt, zum wiederholten Male, der ist genauso schuld. Nee, der hat Schuld. Der hat die oberste Schuld. Ach so. Hey. Sozusagen die wiederholste Schuld. Die wiederholste. Wiederholungstäter, ja. Ja, genau. Das ist so ein anderes, so ein Frittenblechfahrer. Ah. So einer ist das also. Psst. Oh, dann brauchen wir wieder einen Hus. Wo ist er denn, der Hus? Da kommt mal die neue Forge. Ja, ich komme da gleich mal her. Cool. Die sieht ja richtig aus, so wie spacisch, wie ein Raumschiff so ein bisschen. Oh, schade, hätte man dran denken können. Er sagt, er hätte es ja ein bisschen schräg in der Ecke stellen können, aber naja, gut. Ja, nichts. Ja. Wieso, die ist so eckig. Die ist eckig. Die muss so. Naja. Okay. Und da kommt Eisen rein, ja? Und da habe ich erstmal Eisen eingeschmolzen, weil das ist das, was wir gerade am meisten wegschmelzen. Und das läuft halt wesentlich schneller durch. Okay, dann tue ich da nochmal 40 Eisen dazu. Wenn das denn funktioniert. Und das andere hier mit Stein und so, das, ja, das haben wir halt erstmal. Ich habe wieder heimgefunden. Juhu. So. Stein kommt hier rein. Ne? Was? Nix gesagt? Ja, ja. Ach, er wird doch süß sein. Nix gesagt. Mhm. Niemals. Lalalo. Ja, ja. Lalalo. Lalalo. Also, Steine sind da jetzt erstmal genug drin. Ja. Und was haben wir noch? Zibir. Pflanzen. Also. Oh shit. Naja. Oh shit. Ja, ich habe jetzt meine Balken in die
in die Kiste von Foxy mit reingebaut. Ach, hier. Das geht schon. Wo packen wir denn und kannst jetzt oben bauen? Gerätschaften hin, die geheilt werden müssen? Oder geheilt noch nicht. Die gibt da eine leere Truhe gleich da. Gleich da, wo du was? Genau, wo der Posten gleich reingebaut worden ist. Achso, ich wollte eine Treppe bauen. Wie muss ich erst da rein tun? Was denn? Moment. Da in die leere Truhe kannst du Rinde rein tun, wenn da zu voll ist. Ich kann die nicht rausnehmen aus meinen. Aus der Leiste da unten. Guck mal, ich hab dir da noch was hingestellt. Cool. Passt irgendwie dazu. Ja, voll. Hat zwar jetzt nicht den Effekt dafür, aber passt optisch gut hin. Schon irgendwie. Was hast du denn da hingestellt? Den verbesserten Feuerschalenkessel. Das passt echt voll hin. Und im Prinzip ist ja auf der anderen Seite die Dings gleich, die Schmiede, dann passt es ja doch irgendwo. Dann können wir jetzt in der kleinen Feuerschale da die das geht sogar. Was denn? Ja, den Antilopenkopf habe ich da an den Pfosten gegeben. Ah, cool. Das wollte ich jetzt testen. Jo. Dann gebe ich den Leoparden Panther daher. Was willst du jetzt in der kleinen Feuerschale machen? Na, da könntest du dann immer so die Heiltränke und das Gedöns machen. Und du kann ich auch machen. Oder, ja, wer auch immer. Und dann in der anderen, da machen wir dann die Stahlfeuer. Wer halt dran denkt. Jo. Ich hab noch. Wo willst denn du Katzenfelder und sowas immer haben? Haut das vorübergehend einmal in die Werkbank einfach rein, das mache ich dann schon. Den Rest schaue ich dann schon. Ich hab da noch 10 Katzen gehäutet. Für Katzenquäler. Ein Panther. Ich will mir jetzt einmal eine Kiste da oben bei mein Bettchen hinstellen. Ja, das wollte ich auch schon noch machen, aber ich bin ja nicht dazu gekommen. Ist schon gut, weil mir Eisenwäsche. Ich bräuchte nämlich dann noch eine für Jack und Wallard, also noch 2 Kisten. Dass jeder seine eigene hat. Oh, es hat hier gerade geblitzt. Was brauchen wir denn dafür? Regnet doch draußen. Holz, Ziegel, Eisen. Echt Leben? Nein. Also hier im Spiel. Regnet das schon ganz so zart. Ja. Ein Sauwetter da draußen heute. So ein richtiges Sauwetter. Ein richtiges Drecksschlüpperwetter. Ja. Und Schiedwetter. Ja. Das auch. Ein Schießerwetter. Schiedwetter. Was ist denn das Dekozeug? Nee, das brauchen wir nicht. Überleben. Zu Überleben gehört Farbe. Ne? Ta. Garantiert nicht. Flüssigkeitspresse. So, eine Kiste brauchst du noch für den Check, hast du gesagt. Nee, und noch eine für Wallet, also 2. Okay, habe ich. Wie ist Check? Gut, das brauchen wir nicht. Wallet. Ja, kann man die Kisten wieder aufheben, mal blöd gefragt? Nö. Ja, dann erst setzen, wenn wir die Zimmer fertig haben, oder? Das dauert ein bisschen, bis ich eure Räume fertig habe. Ja, ich brauche jetzt nicht unbedingt eine eigene Kiste, dann... Okay, dann schiebe ich die 2 Kisten jetzt einmal in den Zimmermannstisch. Genau. Ja. Dann verarbeiten wir die erstmal anderweitig. Mhm. Weil sonst reißen wir die ja wieder weg. Die sind ja doch nicht so günstig. Ja. Ich habe mir hier mal Dings rausgenommen. Ich weiß nicht, hier oder. Wo war denn das? Hier außer. Dings? War das hier? Irgendwo habe ich mir. Dings genommen. Nee. Eine Spitzhacke habe ich mir rausgenommen, eine neue. Und ein Doppelschwert aus Eisen, weil meine sind ja ziemlich platt. Mhm. Nee. Ja, was machst du da? Voll mir nicht. Ja. Du wolltest mir zeigen. Ah, was? Ja, ich bin gerade dabei gewesen, da unter lang zu laufen. Ah, okay. Ich habe auch nicht nach oben geguckt. Ich habe immer schön auf die Füße. Ja.
auf die Füße geguckt, habe ich nur. Ja, ja. Ja, ja, es leckt mich ja noch. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Alle deine Sachen sind repariert. Super. Das ging auch mal schnell. So einen, ach doch, gibt auch so einen verbesserten, brauchen auch die Gerber, die gehärteten Ziegel. Man keine Ruhe, dass das Flüssigkeitspresse kein Dings mehr macht. Kein Sekret? Mhm. Einfach keine Ruhe. Muss man das auch irgendwie anstellen? Nee. Nee. Gibt's ja kein On-Off. On-Off. Die fertigen Sachen. Die Haie. Foxy? Ja. Guck mal rein. Guck mal in die Flüssigkeitspresse. Ja. Wie hast du das gemacht? Da müssen 50 rein. Ach Menno, haben die das geändert? 50 Alter. Für was? Ja. 50 mal vergammeltes Fleisch gibt ein Wundsekret. Da müsste man in die verdorbene Stadt, weil da gibt es genug solche Skelette, wo du dieses Zeug herkriegst. Das Wundsekret? Nein, nicht das Wundsekret, das ist das vergammelte Fleisch. Ach so. Da kriegst du von denen kriegst du echt viel. Hm. Na toll. Hm. Man müsste so, willst du irgendwann in die verbotene Stadt, aus dem Grund, weil du da für den Kartenraum was freischaltest dann. Ja, bis dahin brauchen wir erstmal überhaupt noch einen Tänzer. Ich sage, brauchen wir mal alles. Ich schmeiß hier jetzt das mal rein, was ich da hinten rausgenommen hatte, ne? Diese beiden Waffen, die fertig sind. Ja. Was wollte ich denn jetzt machen? Was du jetzt für diese andere neue Forge noch Steine? Ich habe jetzt gerade aus Platzmangel welche übrig. Nee, ich habe es ja schon gebaut, die neue Forge. Ich dachte, du machst noch eine zweite oder so. Ja, das kostet ja wieder Stahl, also... Achso. So viel Stahl haben wir gerade noch nicht. Dann schmeiß ich sie hier in die Schmelze mit rein. Jo. Hey, wo müssen da jetzt so wieder was drinnen? Hab ich dir gerade gesagt, das habe ich da rein, weil ich nicht weiß, wohin. Dann nimm die Schmiede. Was? Da ist die Schmiede. Oder in die Schmiede, wenn es zum Reparieren ist. Die war ja nicht zum Reparieren, die habe ich hier rausgenommen aus der Schmiede. Ach, ich rein. Aber ich hatte geguckt hier und da war. Ja, toll. Wo ist denn das jetzt wieder so drin? Schon wieder weg. Und schon wieder ist es weg. Echt schlimm. Ständig ist alles weg. Immer. Und immer. Und immer wieder. Und immer wieder. Und immer. So. Irgendwie fehlt da noch ein Pfeiler. Das ist irgendwie so wie eine Ecke wirklich abgeteilt ausschaut. Stimmt, hierher also, müsste noch was so. Ja, genau. So, was soll ich mal machen? Diese Kräuter hier, die man sonst immer so sammelt, die. Mach ich jetzt mal schnell. Was für ein Pfeiler? Ich bin gerade dabei, welche zu produzieren. Wo willst du denn Pfeiler hin haben? Gut. Ich habe jetzt auch gerade welche gemacht. Hier. Da so an der Ecke habe ich mal gedacht. Sekunde. Wo jetzt ist da? Wieso muss da jetzt noch was hin? Das schaut so ein bisschen besser aus, wie richtig abgeteilt. Optisch. Achso. Optisch eben. Mache ich gleich was. Was hast du jetzt für Pfeiler essen hergestellt? Ich habe nur zwei Pfeiler hergestellt. Ja, was für welche? Muss mal gucken in dem Ofen da, in dem, wo das ist. Ich habe aber vier Stück hergestellt. Da ist nicht mehr die Welt. Die neun da, die vertikalen, dekorativen Balken. Bin ich auch gerade dabei beim Herstellen. Okay. Die aus Holz und Pflanzenfasern, ne? Ich glaube, ja. Oder? Warte, Moment. Packst du mir mal bitte hier in die Werkbank rein des Zimmermanns? Zwei sind schon mal fertig. Ja, genau. 5 Zwirn und 5 Holz kosten die. Ja. Pack die beiden mal von dir bitte damit rein. Von mir? Ich hab die drin lassen. Ach so. Rausklammern. Dann habe ich jetzt 4 Stück. Weil ich muss nämlich noch woanders welche hinsetzen und dann. So, jetzt ist mal die eine winterfeste Rüstung fertig. Ich hab gesehen, da gibt's ja noch eine.
Da schaut ja das Kopfstück aus wie ein Hirschgeweih. Ja. Panier. Du musst halt mal gucken, ob sich's von den Werten lohnt, weil du brauchst nicht jede Rüstung einmal machen, wenn sie sich nicht lohnt. Das weiß ich nicht, aber dadurch ich eh alle testen will. Das siehst du ja, wenn du im Skillmenü bist, siehst du ja, welche Werte die haben. Du musst sie ja nicht extra erst bauen. Ich hab sie sowieso alle. Shit, deine Kisten sind im Weg, ich kann die hier nicht hinstellen. Ach man, oh. Was? Da an der Ecke? Ja, hier neben der Superschmelze ist der eine, die eine Kiste im Weg, die hier die rechte, die linke. Na, ich will sie ja da an der Ecke. Hätte ich mal gedacht. Ja, da kann ich dann auch noch welche machen. Da hätte ich nur gedacht, da brauchst du keiner wirklich. 50. Ja doch, sonst kann ich keine keine Decken oben setzen. Da oben sind eh Decken. Nein, noch eine Etage höher. Ah, okay, verstehe. Und ich denke, die müssen bis ganz nach unten durch sein, die Pfosten, und da wurde deine eine Kiste. Nicht. Naja, aber ich krieg keine Decken mehr gesetzt, sind alle gesetzt. Okay, einfach nicht. Jo. Irgendwie schon. Also nicht sein, weil ich habe sie im Offline-Spiel auch gesetzt, weil die ziemlich gut ausgeschaut haben. Also ich setz den jetzt hier hin, ich hoffe, der ist dann richtig. So. Ja, dann noch einen drauf. Genau. Genau. Jo. Schaut doch nicht schlecht aus. Ich müsste genau gegenüber von dem, wo du da in deinem Panther oder wie der heißt, da hier rangesetzt hast, welche setzen, genau auf der Höhe, wo hier der hier ist. Wo ich jetzt da mir den Kopf dran stoße gerade. Okay. Und irgendwie stört eigentlich. Müsste dann so aussehen wie hier drüben, so halb in die Kiste reingebaut. Ich hoffe, dass ich es jetzt auch richtig treffe. Kannst du hinstellen. Und dann schnapp ich mal eine Kiste wieder raus. Nee, sag jetzt nicht beide Kisten oder alles, was hier ist, stört. Ich krieg den nicht gesetzt. Ja, können optisch schon fast beide Kisten betreffen, ja. Naja, ist doch doof. Die kann man ja nicht aufheben, ne, die Kisten, oder? Nee. Nein, die Kisten kannst du nicht aufheben. Ach, ist doch doof. Deine Kehle ist... Achso, ich bin durstig. Na, dann trinken wir doch mal was. Ist da doof. Mhm. Warum kann man die nicht aufheben? Alles andere kann man fast... Tja. Beschwerde an den Hersteller. Naja, ist doch so. Ja. Na, warte mal. Machen wir es halt so. Ich gehe gleich nochmal farmen. Gibt's hier nicht auch irgendwo einen BH? Nein, leider. Wieder falsches Spiel. Ja. Mit euren BHs. Der ist echt praktisch, so ein BH. Ja, ne, da kann man so viel reintun, ne? Nee, da kannst du das Zeug einfach umparken. Jetzt wird der Hund aber in der Pfanne verrückt. Mhm. Warum? Was macht der Hund in der Pfanne? Weil ich ihn immer noch nicht setzen kann. Nee? Nee. Sehr echt doof. Ja. Ich kann mir nicht vorstellen, dass dieser komische Feuerschalenkessel da jetzt auch noch. Nee, der ist ja viel zu weit weg. Wenn man hier so guckt, das kann eigentlich, dürfte überhaupt nicht im Weg stehen. Versuchst du das oben oder unten dran zu snappen, an der Decke oder am Boden? An der Decke snappt er nicht, du musst von unten anfangen. Dann keine Ahnung.